Stottern ist der Mut zu sprechen. Rund 1% der Weltbevölkerung stottert, ganz gleich welches Alter oder welche Herkunft. Berühmteste Beispiele sind König George VI. Oder auch Bruce Willis. Dennoch werden Menschen mit Sprachfehlern gehänselt, diskriminiert oder für dumm gehalten. Dies bleibt bei den Betroffenen nicht ohne Folgen. Die Angst vorm Sprechen, vorm Stottern ist die größte Angst des Stotterers, ne? Dass er oft vermeidet zu stottern und dann auch oft vermeidet zu sprechen und sich in so eine Isolation dann drängen lässt. Aber das ist irgendwie kein richtiger Weg, das ist mehr so ein Teufelskreis, sich immer weiter zurückzuziehen. Eigentlich ist es besser, sich offensiv mit dem Stottern umzugehen und es ruhig zu zeigen und es mal anzusprechen, dass es halt kein großes Problem ist, dass man zwar stottert, aber sonst ist alles okay mit einem. Offen mit dem Stottern umzugehen ist der erste, aber auch wichtigste Schritt, um sich mit der Sprachstörung auseinanderzusetzen, aber auch um das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Auslöser für das Stottern gibt es viele. Psychische oder genetische Gründe sind nur zwei Beispiele. Ebenso vielfältig sind die Therapiemöglichkeiten, wie die klassische Sprachtherapie. Doch jeder muss testen, was bei ihm am besten greift. Ich bin zu einem Psychologen gegangen damals und in der Hoffnung, dass er mir hilft, dass es mir wieder gut geht. Der konnte aber gerade an meinen Lebensumständen so nichts ändern und sagte dann aber zu mir, wenn ich dann nicht sprechen kann und zu dem Zeitpunkt konnte ich keinen Satz gerade aussprechen, ich soll es dann doch anders ausdrücken, malen Sie doch. Und darüber war ich am Anfang sehr böse, weil ich nie gemalt habe, als Kind mal, aber dann nie wieder. Und bin dann auf dem Rückweg aber doch ins Kaufhaus, habe einen Tuschkasten gekauft und habe gesagt, okay, eine Chance kriegt der Mann. Und seitdem male ich. Und über das Malen habe ich mich ein Stück weit selber therapiert. Und die zweite Therapiemöglichkeit für mich war in der Selbsthilfe. In den Selbsthilfegruppen geht es nicht darum, dass die Teilnehmer sich gegenseitig ihr Leid schildern, sondern darum, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und ungehemmt frei zu sprechen. Aber auch Mitmenschen, die nicht stottern, können einiges dazu beitragen, um Stotterern die Angst vorm Sprechen zu nehmen. Da ist mein großes Anliegen, dass wir Stotterer wie jeder andere normal sprechende Mensch behandelt werden, dass man uns anschaut, dass man uns ernst nimmt, dass man uns auch ausstottern lässt und dass man uns Geduld gibt und vor allen Dingen Zeit. Und ein kleines bisschen mehr Zeit kann auch jeder von uns entbehren. Denn selbst Betroffene nehmen ihren Sprachfehler dann und wann mit Humor. Sagt ein Stotterer zu seinem Freund, hast du mal eine halbe Stunde Zeit? Ich muss mal 5 Minuten mit dir reden.